Wir haben uns gesagt, also vor Ostern, Drehgefenster geht gar nicht. Und wir sagten, ja, was kommt, ja, ob es kalt ist oder nicht, vor Ostern werden die Fenster geputzt. Und da habe ich ohne Glück, das Wetter ist einigermaßen, wir haben 12 Grad, bei 12 Grad kann man schon anfangen mit Fenster putzen. Und dann habe ich gesagt, die Sonne ist ja hier noch nicht rum, dann weg schnell Fenster putzen. Trotzdem. Knie ist ja, wir müssen da durch, Uwe. Im Hintergrund war ich schon fleißig, ich habe schon Wäsche gewaschen. Wie immer, ich nicht, aber die Maschine hat das gemacht, ich habe bloß Zutaten drin gebracht. Ja, wie gesagt, ich will Fenster putzen und dann nehme ich euch ein Stück mit. Für die Neuanfänger oder die uns das erste Mal sehen, ich habe hier ganz normal Geschirrhandtücher. Die sind aber nicht mit Weichspüler gewaschen, die werden immer bei uns so gewaschen, wegen Spuren hinterlassen. Und wenn du normale Handtücher nimmst, also ganz normale Geschirrtücher, ich habe alte Geschirrtücher dafür, wenn du die nimmst, dann ist das, geht das hoch. Also ich putze damit nur Fenster, zumindest trocken rein. Und habe mal einmal mit heißes Wasser, handwarm, also bei mir kann ich kurz vor Kochen sein. Ist immer noch handwarm. Nee, aber handwarm und dann mache ich mit Brühe, Schuss Brühe drin, in Spüli. Das habe ich mir mal von Fensterputzer. Ehemaliger Fensterputzer, habe ich gesehen. Macht denn der darin ein Stück Spüli, einen Schluck und dann geht das wunderbar damit. Vorher hast du ja noch Fenster, Glasklar genommen und so weiter. Oder mit Essig Fenster geputzt. Wer das kennt, kennt bestimmt noch welche. Und dann, wenn du keinen Lappen hattest, hast du früher noch Zeitungspapier genommen, das geknödelt und damit hast du dann die Fenster geputzt, blank gerieben. Ging alles. Man muss die Busse helfen wissen. Bis heute brauchen wir das nicht mehr. Heute nehme ich den Abzieher, weiche das ein, ziehe das ab, hier mit dem Lappen rum, den Rahmen und das war's. Vorher mache ich noch eine Rahmenwäsche und dann hat sich die Sache erledigt. Weil ich nur im Frühjahr sterbe, habe ich keine die Chance, kann ich da schnell Fenster putzen. Meine liebe Frau macht noch Augenpflege. Ja, na, wenn man spät ins Bett geht, kann man nicht so früh rauskommen mit der Kiste. Hab schon meine Hunde erledigt, meine Hunderunde mit Kira. Alles schon erledigt. Mach ich alles schnell jetzt. Alles kein Thema. Bevor wir richtig anfangen zu arbeiten, müssen wir erstmal den Hund versorgen. Die hat ihre Kaustange gekriegt, die ist jetzt drüben und liegt bei mir aufs Bett und macht das Gleiche, was Frauchen macht. Augenpflege. Ja, wenn sie Augenpflege brauchen, dann brauchen sie das. Das war nicht anders. Ich lege mich bestimmt mittags. 2 Stunden mache ich bestimmt mittags. Ich bin dafür wieder früh aufgestanden. Krieg ja schon wieder seit 5 rum. Aber naja, was soll's. Ich nicht schlafen kann, dann kann ich nicht schlafen. So, jetzt werden wir anfangen zu arbeiten. Genug gequatscht. Ein Fenster habe ich sauber. Sie haben schon direkt runtergekommen. Klar, die Rüstung hat ja auch gestanden. Im Winter ist sie auch nicht geputzt worden. Die haben schon direkt runtergekommen. Bisschen Farbe abgekratzt vom Fenster. Passiert, kein Problem. Wo drüber hängen mit der Klinge und dann ist das okay. Ja, nun kann ich mal gucken. Jetzt können wir besser beobachten, ob der Hase hier bald vorbeihuppelt. Ich hoffe, dass wir den sehen. Dass er extra auf Fenster geputzt. So, werde ich schnell noch die Tür putzen. Und dann ist vorne die Front ist erstmal sauber, am Fenster betrifft. Ja, ich muss früh morgens hier machen, weil die Sonne noch nicht rumsteht, drauf steht. Um 11 Uhr ungefähr steht die Sonne schon drauf. Dann ist es zu spät und ich putze nicht gerne, wenn die Sonne drauf ist. Trocknet, kann ich zugeben, wie trocknet. Das Wasser, das ist mir nichts. So, der Nachmittag, wenn die Sonne weg ist hinten im Schlafzimmer, werde ich das natürlich im Schlafzimmer auch gleich machen. Dann halt immer durch die Front, dann ist das erledigt. Und dann können wir halt gucken, ob der Osterhase hinten zu sehen ist oder hier vorne. So, Fenster geputzt.
Tür ist alles sauber wieder. Der Glaser ist da gewesen. Jetzt kann der Osterhase ruhig kommen vorne. Denn Nachmittag, wie gesagt, mache ich Nachmittag, putze ich nach hinten. Und dann ist der ganze Dreck weg von der Rüstung. Und der Winterdreck ist auch weg. Und dann haben wir alles wieder schick und sauber. So wird das gemacht und nie anders. Ziehen wir einmal durch, dann hat sich die Sache erledigt. So, und die ganze Sache hat ungefähr eine gute halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Guten Morgen zusammen. Ihr habt schon gesehen, ne? Der Uwe ist schon wieder ultra fleißig gewesen. Und das mit seinen ganzen Knieverletzungen und Beinverletzungen und alles. Uwe! Ja? Du sollst es doch nicht machen. Ach so. Die Schätzler haben da mit dir geschimpft. Hast du das nicht gelesen? Ja, ich nicht gelesen, weil ich keine Zeit hatte. Oh, ja, was mit Fensterputzen beschäftigt. Ja. Oh Gott. Ja, ihr Lieben, ich habe mich noch nicht fertig gemacht, weil ich geplant habe, einen Schminki zu machen. Und das soll ja ein extra Video werden. Und ich hoffe, ihr kriegt das auch alles jetzt hin, eine zeitliche Regel und so. Weil wir haben noch viel vor, der Tag ist voll gepackt. Und ich hoffe, dass ich tatsächlich die Kamera mitnehmen kann und ja, mein Tages-Make-up euch heute zeigen kann, wie ich das gemacht habe. Genau. Deshalb sieht es jetzt noch ein bisschen grau aus, sagen wir es. Oder wie nennt man denn das? Farblos, keine Ahnung. Normal halt einfach, ne? Und Dankeschön. Und der Uwe, der hat Frühstück gemacht. Frühstück ist, ja doch, kann man noch sagen, ne? Ja. Morgens 9:30 in Deutschland, Frühstück. Ja, und geht wir, noch was. Und wir wollen heute mal im Wohnzimmer frühstücken und unsere Serie gucken dabei. Ja. Hier ist einfach, obwohl ich das lieber mag, in der Küche zu essen am Esstisch, aber mal, denke ich, ist das hier im Wohnzimmer auch okay. Und Leute, es ist schon wieder Schätzleinpost gekommen. Und ich weiß nicht genau von wem, denn den Absender kenne ich nicht. Also ich kenne zwar den Vornamen. Ja. Ja, aber ich wüsste nicht, weil es ist privat adressiert und denjenigen, den ich damit mit diesem Vornamen kenne, der hat ja meine Adresse gar nicht. Nein, na sowas. Hä? Hast du damit irgendwas zu tun, Uwe? Nein! Hä? Können die Augen lügen? Hä? Können die Augen lügen? Nein! Hat der Uwe damit irgendwas zu tun? Ja, also Leute, ich bin gespannt. Wir packen das Päckchen nachher zusammen aus. Und ist denn das die Kirstin, die ich kenne? Weiß ich nicht. Kiwi? Bist du das? Weiß ich nicht. Hä? Rätsel um Rätsel, ganz ehrlich, wir werden das auf jeden Fall ergründen nachher, aber erst muss ich was essen. Und Käffchen trinken natürlich, ne? Hier. Ja. Käffchen ist am Start, Leute. Ja, da muss ich einen Bretterzaun diesmal mit rum. Uwes Tasse ist noch voller und ich habe die Rinne getragen, natürlich geplempert, ne? Weil man wird ja jetzt ohne jünger, ne? Das ist, der Uwe kennt sich aus mit der. Warte, du kannst nicht trinken, Schatz. Doch. Ich hab Kamera, ich will nicht. Okay, meine Süßen, die Kira ist auch hier. Ihr seht sie. Die verschmäht gerade ihr Frühstück, weil sie glaubt, hier gibt es was Besseres. Schneck, Schneck. Lass dir eins gesagt sein, hier gibt es nichts Besseres. Friss deins. Genau. Wir sehen uns nachher wieder, wenn ich das Päckchen öffne. Da muss ich ja auch noch auspacken. Und ich habe gestern gar nicht aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, ich mache das heute zusammen mit euch auf. Und zwar ist noch der 13. offen und der 14. 14. ist ja heute. Und die nehme ich auch direkt mal mit. Muss so gehen, damit ich... ja, zum Tisch, wo wir gleich das Überraschungspäckchen hier auspacken, was ich bekommen habe. Was jetzt so ein bisschen Rätsel noch aufhebt. Ich muss hier so
dass ihr noch hier mit dabei seid. So. So. So sieht das ganz gut aus. Aber jetzt muss ich erstmal auf den Uwe noch warten. Der will ja bestimmt auch wissen, was hier drin ist. Der Uwe. Ja, ihr Lieben. Wir packen jetzt das Schätzlein-Päckchen aus. Das ist das Überraschungspäckchen. Was ist denn das für ein Paket? Ja, na, hier steht von der Kirstin. Ich möchte jetzt den Nachnamen nicht sagen. Ah. Und ich kenne eigentlich in meinem Umfeld keine Kirstin, außer Kiwi, die auch YouTube-Videos macht. Kenn ich nicht. Aber Kiwi, die ich als Kirstin kenne, hat aber meine Privatadresse nicht. Aber das ist an mich privat adressiert. Und wenn der Uwe so komisch lacht, beschleicht mich das Gefühl, dass du damit was zu tun hast. Meine Hände sind unschuldig gewaschen. Was habt ihr denn schon wieder hier ausgeheckt, hä? Gar nichts. Ja, auf jeden Fall möchte ich dieses Päckchen jetzt einfach mal direkt mit euch aufmachen und auspacken, weil ich echt mega neugierig bin, was da wohl drin ist. Weil mein Geburtstag ist ja erst im Mai. Also diese Frau, die das Päckchen geschickt hat. Dankeschön, ja. Hä? Ja, sie will schon für was. Also ihr steckt beide unter einer Decke. Okay, dann wollen wir euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und den Karton aufmachen. Und was mich, es ist prall, ne? Voll, bis oben hin voll. Anlacht ist natürlich erstmal eine Karte. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich die jetzt vorlesen darf, aber ich werde sie mal ganz kurz für mich lesen. Es ist ein Osterpäckchen. Leute! Du willst, dass ich ins Fenster geputzt habe. Oh, wie krass! Tatsache, oh, ich krieg voll die ganze Haut, das ist wirklich Kiwi! Was habt ihr denn gemacht, ey? Gar nichts. Ah! Kiwi! Das, oh, ich hab so Gänsepelle, guck dir das mal an! Ja. Kiwi, ob ich die Karte vorlesen darf? Also steht jetzt ja nicht drauf, ich darf sie nicht vorlesen. Deshalb lese ich sie einfach vor. Wenn ich sie nicht vorlesen darf, müsst ihr es mir auf jeden Fall immer mitteilen, sowas, ne? Wenn ihr mir was schickt. Weil Päckchen werden halt im Video ausgepackt, ist ja klar. Also, aber das darf ich eigentlich noch gar nicht aufmachen, wenn es ein Päckchen ist. Darf ich das jetzt auspacken? Nein. Zumachen, ich klebe das gleich wieder zu. Und mal gucken, mal kriege ich schon wieder. Oh, nee. Also hier steht frohe Ostern drauf, eine süße Osterkarte. Und hier hinten steht nämlich Kiwi drauf. Aha. Ja. Das quasselt ja nicht. Liebe Susi, lieber Uwe, liebe Kira. Ich hoffe, meine kleine Osterüberraschung ist gelungen. Oh Gott, ja. Das ist schon wieder aus. Das hat auf meiner Hochzeit auch immer so gemacht. Und da habe ich mir nicht geglaubt. Oh Gott, ey. Hör doch auf, das berührt mich wieder total. Ja, da richtig. Da geh. Danke, Uwe, für deine Hilfe. Ach, Petze. Oh, wie cool ist das denn? Wie ihr wisst, bin auch ich ein großer Fan von euch dreien. Oh Gott, danke. Susi, ich hoffe, die Farbe der Wolle gefällt dir. Entweder knallige Socken, dass Uwe dich nicht aus den Augen verliert, oder ein schönes Tuch. Und da ich nicht weiß, mit welcher Nadelstärke du am liebsten Socken strickst, habe ich zwei verschiedene mit ins Päckchen gesteckt. Oh, wie krass, mit 2,5. Oh Gott, ey. Kiwi, du berührst mein Herz gerade. So, die Naschereien bitte teilen. Dann wird man noch überlegen. Und ich hoffe, Kira freut sich auch über ihre Leckerlis. Oh Gott, wie süß ist das bitte. Ganz liebe Grüße aus dem Oderbruch und frohe Ostern, eure Kiwi. Oh, Kiwi, ey, das ist so unfassbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein ganz dickes Herz. Und für dich natürlich auch ganz speziell frohe Ostern. Ja. Erfolgreiche Eiersuche wünsche ich dir. Guck auf jeden Fall unter der Stoßstange nach, da findest du welche. Oh, wie krass ist das? Und was mich hier schon wieder so anlacht, Leute. Also, es ist ja unfassbar. Ich muss es jetzt so, Moment. Bam, bam, bam. Wie cool ist das bitte? Also ist ja viel zu schade für Socken, ganz ehrlich. Also ich denke, dann fließt eher ein Tuch mit rein. Und die ist so weich, ey. Ja. Wie krass ist denn das?
Das ist Orchideen, hat Kiwi die genannt. Kiwi, die hat einen Wolle-Shop, ne? Die ist Handfärberin und ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Wenn ihr auch strickbegeistert seid, kennt ihr Kiwi ja wahrscheinlich sowieso. Aber ich werde euch das alles unten in die Infobox verlinken, wo ihr Kiwi finden könnt. Und dann könnt ihr da ja auch mal stöbern gehen, falls ihr auch strickt und ich davon noch gar nichts weiß. Ne? Aber diese Wolle, die ist total weich. Und sie glitzert. Ich weiß nicht, ob die Kamera glitzern einfängt jetzt hier. Aber sie glitzert. Doch, sie fängt doch deine Tränen ein. Ach, hör doch bloß auf, ey. Das ist unfassbar. Ich freue mich da unfassbar drüber. Also hier, das ist 71% Wolle Merino, Superwash, 24% Nylon und 5% Polyester. Und die ist wirklich unfassbar weich. Und die sieht so schön aus, Kiwi. Du hast genau das richtige, die richtige Wahl getroffen. Ich liebe sowas, ne? Unfassbar schön. Dankeschön. Dann sind hier Naschis, Mini-Eier drin. Das ist aber nicht für die Kira. Nein. Ganz viele Naschis hast du hier reingetragen. Oh, lecker Cappuccino. So, ich lieb sowas, ne? Cappuccino. Das ist Cappuccino, mein Schatz. Das ist nichts für dich. Aber guck mal, was die Kiwi dir hier eingepackt hat. So eine riesen Tüte. Oh mein Gott. Oh. Mini-Knochen mit Geflügel. Oh. Ah. Kira, da kannst du aber fliegen. Oder? Wow. Vielen, vielen Dank. Hier, guck mal, die wird schon wieder total irre. Das ist schon vorbei. Wir geben ihr direkt ein. Mein 1000 Sachen hast du offen. Ja. Oh, die sind schön weich, ne? Erstmal schnuppern, probieren. Und tschüss. Und tschüss. Kiwi, danke schön. Auch im Namen von Kira. Ja. Total cool. Also sowas, da rennst du bei ihr offene Türen ein. Dann hast du gesagt, du hast hier auch noch Stricknadeln mit eingepackt. Das ist ja der Wahnsinn. Und zwar einmal hier 3 mm von Pony Color. Cool, ich freue mich. Und dann sensationelle Chogu Lace, Red Lace Stricknadeln in 2,5, oder? Ich muss da nochmal. Ja, 2,5. Also ich liebe die Teile, ne? Ich liebe sie und hiermit Hammer. Also die Bienen. Die feiern Hochzeit auf jeden Fall. Und wie cool, ey. Das ist so schön. Und wie süß du das einfach hier alles noch ausgepolstert hast. Ja, mit Seidenpapier und so. Total schön. Dann sind hier noch Maschenmarkierer drin. Oh, das ist nicht verkehrt. Also zumindest sieht das gerade wie Maschenmarkierer aus. Das könnten natürlich aber auch irgendwelche Aufhängerchen für ein Osterbäumchen sein. Das ist ein Hängerchen, ja, für ein Osterbäumchen. Ja. In Holz, ein Holzei. Nicht verkehrt. Ja, total schön. Oh Gott, wie süß du das einfach gemacht hast, ein Kiwi. Womit hab ich denn das verdient? Ein Holzhäschen, habt ihr den Puschelschwanzin gesehen? Wie süß ist das? Ja. Kiwi, sind die selbst gemacht? Die sehen echt wie selbstgemacht aus, ne? Noch ein Osterhäschen. Total schön. Und das Highlight ist ja für mich das hier. Guckt euch das mal an. Hey. Wie cool das bitte aussieht. Ja. Hier, Schatz. Vielen Dank. Dann haben wir eine Ostereikerze. In meiner Lieblingsfarbe. Wie cool! Ja. Und hier ist noch ein Küken. Piep, piep. Genau. Und noch ganz viele so Holzklammern und na Deko. Material. Deko-Sachen. Also einfach süß hier so, wo, mit so Blümchen, mit so Glitzer. Ihr seht das Glitzern. Ah, oh, ist das schön. Noch so eins.
Denn ein Schmetterling, der so schön glitzert. Wie schön ist das? Dann haben wir hier eine Klammer mit einem Ei dran. Ja. Und noch eine. Total schön, ja. Das hätte ich gar nicht aufmachen dürfen. Es ist noch gar nicht Ostern. So, und noch ein Blümchen mit so helles Glitzer in Teil. Und die Kira ist scheinbar fertig mit ihrem Hühnchen. Und wir sind auch fertig. Die Kiste ist leer. Und ich freue mich unfassbar über all die ganzen Geschenke, Kiwi. Also ein ganz, ganz, ganz dickes Herz. Ich komme da überhaupt gar nicht drüber weg. Das ist so, so schön. Und die Überraschung, die ist ja euch beiden wohl gelungen. Also, ich weiß von nichts. Wie schön das ist, ey. Ich will wissen, wie die Adresse rausgestellt hat. Ja, ihr habt irgendwie Mausche Mausche gemacht. Das möchte ich jetzt aber auch mal wissen. Ich weiß es nicht. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, also wie gesagt, ich verlinke Kiwis Shop alles unten und auch ihren YouTube-Kanal könnt ihr gerne mal stöbern gehen oder gucken gehen. Wie gesagt, Kiwi hat einen Strick-Podcast und ja, ist Handfärberin und verkauft Wolle. Und wie ich finde, sehr, sehr schöne Wolle. Ne? Ja. Also ich liebe das jetzt schon. Das ist schon wieder so, ne? Ja, die Strickerinnen hier, die wissen das. Ne? Man legt sich das hin und guckt sich das an und so geht mir das. Weil ihr wisst das, ich habe meine Wollvorräte so an meinem Bett zu stehen, ja, quasi. Und wenn ich morgens aufstehe, dann setze ich mich da erstmal 5 oder 10 Minuten auf meine Bettkante und bewundere meine Vorräte. Und ja, das ist hier das Gleiche. Aber viele hast du ja nicht mehr davon. Schmeißt ja mal zwischendurch mal dein Kamin. Ja, genau. Vielen, vielen, vielen Dank, Kiwi. Wirklich Überraschung geglückt und ja, das gibt Revanche, ne? Ich schwör's dir, das gibt irgendwann Revanche. Ja. So, aber wir sind ja mit dem Auspacken noch nicht fertig, denn ich habe hier noch 2 Päckchen von meinem Geburtstags-Countdown zu öffnen, denn gestern halt nicht eröffnet, das ist das hier und heute wartet das noch. Das Kira ist nichts für dich. Das ist für Frauchen. Hier riecht nach Claudia, ne? Claudia, ich mach mal auf und ich ahne, hier steckt ein Regal hinter. Regal? Ein Matchbox-Auto. Yay, ein Handpeeling. Oh, ja, Entschuldigung. Also so geht's ja nicht. Na, hier, ne? Sie musste das mal abnehmen. Du musstest zuerst, ja. Und ist abgenommen, ja. Ja. Ich habe das schon mal gehabt und ich bin so begeistert von diesem Handpeeling von Balea gewesen. Ich habe mir das aufgeschnitten und das waren so 2 oder 3 Anwendungen, die ich da rausgekriegt habe. Ich habe die jetzt nicht auf einmal leer gemacht. Und die Hände, die waren total weich und ja, wunderbar gepeelt. Also das kann ich echt empfehlen, ne? Wer ein günstiges Handpeeling möchte, was auch noch eine tolle Wirkung hat. Also, ja, war absolut gepflegtes Gefühl. Sehr cool, freut mich drüber. Danke, Claudia. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Hier ist bestimmt ein Naschi drin. Das erst hier machen. Oder das ist alles kaputt, Kinder. Hashtag alles lose. Ah, der Hund muss das abnehmen, ne? Ja, ja, sonst steht das nicht hier. Und, darf ich das jetzt haben? Ja. Komm her, Kira, du kriegst auch noch einen Knochen von der Kiwi. Ja, das ist von der Kiwi. Hat dir das geschmeckt? Wie, das willst du nicht? Huch. Na doch. Ja, so richtig weiß ich gerade nicht damit anzufangen. Okay, weiter hiermit und zwar 14.04. Und einfach nochmal gucken, ob es stimmt, aber es stimmt. 14. steht drauf. Und ich bin da immer noch total begeistert von dieser Idee und ich frage mich, warum ich nie mal selbst auf so eine Idee komme. Wer sich fragt, wie viele Päckchen es sind, 24, ne? Ist halt wie ein Adventskalender, nur viel cooler. ich bin da immer noch total begeistert von dieser Idee. Oh! Gott sei Dank sind wir Hasen. Und zwar sind es Hasennudeln. Wie cool ist das?
Ich hatte kurz Angst, dass das ein anderes Motiv ist. Ihr wisst, was ich meine, ganz bestimmt. Und wenn nicht, habt ihr Pech. Ja, sehr, sehr geil. Also 250 Gramm Bellpasta bunte Nudeln. Da ist drin rote und orange Paprika, Tomaten, Karotten, rote Beetepulver und Spinatpulver. Ja. Sehr, sehr cool. Also das ist eine tolle Idee. Hier steht noch drauf Bunny. Habe ich euch das überhaupt von vorne gezeigt? Ja. Also ich freue mich da sehr drüber, Mensch. Coole Sache. Auch an dich liebsten Dank, Claudia. Ich freue mich da sehr drüber. Claudia, Kiwi. Und Schatz, du kriegst echte. Weil du steckst ja da irgendwie mit unter eine Decke und ich werde jetzt den Uwe erstmal ein bisschen festnageln und der muss mir jetzt alles erzählen. Ich will alles wissen. Hä? Ach, ich freue mich unfassbar darüber. Vielen, vielen, vielen Dank für die Überraschung, die ihr ja, hier wieder für mich bereit hattet. Und also ich finde das total schön. Wir können die Häschen und dann alle direkt hier gleich an unser Bäumchen hängen. Weihnachtsbaum anhängen. Nicht Weihnachtsbaum. Ach so. An unser Osterbaum da. Ja. Und die Schmetterling hier, alles was nicht. Total schön, ne? Mit diesem Glitzer. Mhm. Das können wir da unten, wo wir alle dekoriert haben, mit hin tun. Und ja, dann ist die Kiwi auch mit dabei, definitiv. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Das sieht so aus, als würde es regnen. Das finde ich gar nicht gut. Wir gehen jetzt erstmal in die Küche und ich zeige euch die Einkäufe. Sind wir in der Küche und ich hatte euch ja erzählt, ich war bei Edeka einkaufen, weil wir noch ein paar Kleinigkeiten brauchten. Unter anderem nämlich Eier. Und es ist ja wirklich zu Ostern schwer, weiße Eier zu kriegen. Denn der Uwe und ich, wir wollen nämlich bunte Eier selber färben. Und dazu braucht man halt weiße Eier. Und es ist wirklich schwer für uns gewesen, weiße Eier zu bekommen. Es waren immer nur braune Eier da. Dann habe ich ja gerade schon mal erzählt, dass ich so auf Buttermilch stehe. Also irgendwas braucht mein Körper, was in der Buttermilch drin ist. Auf jeden Fall haben wir viermal Buttermilch mitgenommen und die ist ja auch noch ultra gesund und ich finde sehr, sehr lecker, denn für mich stillt es einfach auch mal so diesen, ja, diesen Hunger nach Salzigem, nach Herzhaftem. Das ist nämlich nicht süß, sondern so ein bisschen salzig im Nachgeschmack und natürlich durfte jetzt Fruchtbuttermilch auch nicht fehlen und ich liebe sie einfach. So, hier haben wir einmal von Milram Buttermilch Drink mit Erdbeere. War leider das Einzige, was da war. Eigentlich gibt es ja noch viel, viel, viel mehr Sorten davon. Und deshalb habe ich noch zurückgegriffen auf die Müller Fruchtbuttermilch mit Himbeere. Zweimal. Der Uwe möchte ja auch. Zitrone viermal. Weil auch hier alles andere ausverkauft war. Und deshalb haben wir viermal Zitrone mitgenommen. Ja, da kommen wir über Ostern hin, hoffe ich mal. So, für die Susi Kochkäse mit Kümmel. Nom, 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 nom. Ich liebe es. Für die Kira Premium Snack Hühnchenfilet haben wir mitgenommen. Da wird sie sich auch freuen. Also im Anschluss hier kommt auch direkt noch ein Haul vom Fressnapf. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil die Kira braucht ja über Ostern auch was. Ne? Für den Spiegeleikuchen, yay, haben wir endlich bekommen bei Edeka Aprikosen. Und zwar habe ich mir da direkt vier Büchsen mitgenommen. Da freue ich mich schon. Also wir werden wahrscheinlich über Ostern nochmal ein Spiegeleikuchen machen, weil der so ultra lecker war. Ein Toastbrot durfte mit, so ein Sandwich-Toastbrot. Das ist American Style von Gut und Günstig. Über Ostern Aufbackbrötchen. 8 Steinofenbrötchen steht hier drauf.
hoffe, ja. Dann hat der Uwe sich ein Bauernbrot mitgenommen und noch ein Weizenmischbrot. Ihr wisst, wie wir damit umgehen, wie wir das handhaben. Das wird jetzt aufgeschnitten, in vier Teile geteilt und eingefroren. Dann durfte wieder mit Gouda aus Holland. Das ist der Junge mit leicht mild und pikanten Geschmack. 450 Gramm von Edeka. Ich liebe es. Dann hat der Uwe haben wollen Delikatesse Paprika Leone. Ist also mit, kommt zweimal. Teewurst wollte er haben. Und natürlich wären seine Wünsche wahr, ist doch klar. So, Tortenguss für den Vorrat. Ich habe noch vom letzten Mal, aber ja, und Puddingpulver. Mehr habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Mehr gibt's nicht, was wir bei Edeka Jutta, mehr brauchten wir nicht. Das war einfach nur noch eine Kleinigkeit, der Rest ist alles schon da. Jetzt können die anderen sich da kloppen um die Lebensmittel, weil Ostern ganz plötzlich und überraschend kommt. So, ich räume jetzt erstmal weg und dann zeige ich euch das, was wir für Kira mitgenommen haben, vom Fressnapf. So, weiter geht's mit dem Fressnapf-Haul, denn die Kira braucht ja auch ein bisschen was zu fressen und wo wir zuschlagen. Ich meine, ihr habt gelacht, als ich erzählt habe, dass die Kira Pferd liebt, ne? Das Pferdefleisch mag sie halt. Und deswegen haben wir diesmal auch wieder zugeschlagen und haben Pferd gekauft. Oh Gott, ich mag da ja nicht drüber nachdenken, ja. Aber Pferd haben wir 8 Büchsen geholt. Hier sind 4. Und dann steht auf dem Tisch noch die restlichen anderen 4. Aber ich dachte, ich muss ja jetzt nicht alle 8 Büchsen in die Kamera halten, oder? Ihr kommt bestimmt damit zurecht, wenn ich euch nur 4 gezeigt habe. Dann durfte mit einmal mit Huhn, übrigens das Pferd ist Sensitivfutter gewesen. Huhn ist wieder normales Futter, das mag sie ganz gerne. Dann, was auch wieder unter normalem Futter läuft, ist Rentier. Keine Ahnung, ob da wirklich Rentier drin ist. Geht mal von aus, aber da haut sie halt auch rein. Dann für den empfindlichen Magen wieder Sensitivfutter Ente. Ja, mag sie auch sehr gerne. Und nochmal Sensitivfutter Lamm pur. Also die haben da auch immer noch mit Kartoffeln und Nudeln und sowas drin. Aber das wollte ich halt nicht haben. So, und dann kriegt sie ja immer die Sticks, mal kriegt sie die von Aldi, mal, wenn keine da sind, müssen wir halt auf diese Pedigree Denta Sticks zurückgreifen. Die liebt sie auch. Ich weiß, die sind nicht ganz so gesund, aber der Hund liebt sie, also bekommt er sie dann auch zwischendurch mal, wenn Aldi halt diese Gelenkstangen nicht hat. Und über Ostern soll der Hund ja nicht leben wie ein Hund. Und da habe ich ihr dann mitgenommen Ohren, und zwar Rinderohren. Wir haben ihr ganz am Anfang immer Schweineohren mitgegeben, aber da hat die immer Durchfall von bekommen. Und jetzt habe ich da die Rinderohren entdeckt und habe mir überlegt, das probieren wir direkt mal aus. Und hoffe, dass sie da nicht auch wieder einen flotten Otto kriegt. Aber das war das, was wir jetzt so beim Fressnapf mitgenommen haben. Unsere Kira ist auch versorgt. Und ja. Das war's. Der Uwe ist auch da. Hallo. Bist du zufrieden mit meinem Einkauf? Ja, mein Schatz, du warst sehr fleißig. Ja, und willst du den Schätzelein ein Update geben? Wie geht's dir denn? Also mir geht's gut, ich brauchte nicht einkaufen. Nee, mir geht's schon besser. Geht schon alles voran. Kommen so langsam in Schwung. Weil die ja. Schätzeleien haben ja alle gute Besserung gewünscht. Ja, das hat ja auch geholfen und möchte ich mich tausendmal dafür bedanken. Und ich hoffe, das hat auch geholfen, dass ganz viele mit dir geschimpft haben und gesagt haben, du sollst dein Handy immer mitnehmen. Dass du Hilfe rufen kannst. Hä? Und du sollst besser auf dich Acht geben. Den Uwe muss ich zum Ohrenarzt schicken, der ist schwerhörig geworden, so spontan schwerhörig geworden. Ja, ja, wie bitte? Kennt ihr sowas von euren Männern auch, spontan Schwerhörigkeit? Ja.
Also geht es dir langsam besser. Das ist, weil hier immer so rüber macht. Ja, also ich muss mal immer sagen, der Uwe, der ist wirklich Kühlweltmeister. Ja, egal um was es geht, wenn der Uwe was hat, der beißt die Zähne zusammen und kühlt rund um die Uhr. Und ich glaube wirklich, dass das, das Rätsels Lösung ist, warum das bei Uwe oft ziemlich schnell geht. Wahrscheinlich hast du auch einfach gute Heilhaut. Aber es sieht schon eklig aus. Es ist alles so verkrustet. Und bah, also zeigen möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sind so wie, gut aus. Ja, drei Punkte. Ne? Wollt ihr sehen? Schwul, pervers und arbeitsscheu. Ich kann so auf dem Knie. Überhaupt, dass ihn jeder sieht. Nee, aber sowas, nee, das zeigen wir nicht. Nee. Das ist schon. Aber Schorf hat sich halt gebildet und ja, es heilt ab. Also da kommt jetzt immer Salbe drauf und. Ihr Schwolz geht hoch zurück. Was für eine Schwolz? Die Schwollen. Naja, und du kannst auch schon ein bisschen besser laufen, aber Leute, wirklich, ja, das ist mit dem Uwe im Moment wirklich nicht ganz so einfach, ne? Weil du einfach nicht auf dich acht gibst. Wie ist denn das Wetter bei euch? Bei uns regnet es. Nieselt. Ja. Aber Kira kam nach oben. Ja. Weil der Uwe ist nämlich gerade mit Kira tatsächlich gegangen. Pitche, nicht schimpfen, ich muss mich bewegen. Ja, pitche patsche nass kam so biete hier an. Und ein Päckchen ist gekommen, ne? Aber das zeigen wir euch irgendwann in einem anderen Video. Ja. Da darf ich wieder was testen, Leute. Da freue ich mich schon drauf. Ach, hey. Ja, gewiss. Na gut, also ich denke, dass wir vielleicht auch direkt das Video hier beenden. Ja. Ich habe keine Ahnung, ihr wisst es wie immer. Ne? Meistens, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, wie lang das Video ist, dann ist das, hat das Überlänge. Ja, Uwe hat noch ein paar Ostereier sich gewünscht. Schmerz. Ja. Und da hat er sich drüber gefreut. Gibst du mir welche ab? Aber selbstverständlich. Ach, und willst du mal ein Feedback der lieben Claudia geben zu deinen, zu deiner Wurst, zu deinem, was hast du denn da die, gegessen? Was war das? Nicht die Bratwurst, das andere. Das andere, Rinderhaxe oder auch was? Ja, Rinderhaxe, glaube ich, war das. Ja. Super. Ast rein. Tonnenweise ankommen lassen. Tonnenweise. Also da haut er wirklich rein. Ne? Das ist, ich hab das heute Morgen probiert wieder. Ich habe gestern Abend eine Stulle gegessen, natürlich. Natürlich. Eine Stulle. Ja. Die Klasse ist leer. Fast. Ja, also halb leer. Halb? Findest du wirklich dreiviertel? Ja, ja. Ach, ist auf der anderen Seite schon gehende Leere? Ja, oder? Da siehst du die alles. Ja, also es schmeckt ihm und da hast du echt ins, wie heißt er das? Nicht Fettnäpfchen. Nee, in die Mitte getroffen. Ja. Also Leute, kann das sein? Habe ich irgendwie, habe ich irgendwelche Corona-Nachwirkungen oder? Was ist hier los, ey? Ich hatte das gestern Abend in den Kühlschrank gestellt und dachte ich auch heute Morgen eine schöne Schruppe davon. Nix. Mir kannst ist du nicht schmieren, wenn du hart ist. Nee. Mir ist auch ist vorhin schon wieder nicht das Wort für diesen Pinsel eingefallen, den ich brauchte. Weil ich habe ja euch hier diesen Look abgeschminkt. Abgeschminkt? Ja, abgefilmt. Und da ist mir ums Verrecken nicht die Bezeichnung von diesem einen Pinsel eingefallen. Boah. Dann Alter, Leute. Ja. Ne? Wir schieben es auf Alter. Das Kurzzeitgedächtnis ist halt nicht mehr so das Beste. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter rumplänkeln, denke ich, werden wir uns jetzt aus diesem Video verabschieden. Ich habe hier noch eine Menge wegzuräumen und Kuchen möchte der Uwe offensichtlich auch haben. Ja! Ein bisschen was zu backen und viele natürlich. Nur viele Figuren. Und Schatz, dann sagen wir das, was wir immer sagen, oder? Ja. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, meine Lieben. Dicke Knutsches an euch. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wünschen wir euch frohe Ostern. Auf jeden Fall. Ne? Erfolgreiche Eiersuche, meine Lieben. Ja. Und denkt dran, unter der Stoßstange werdet ihr, finde ich, auf jeden Fall. Ja, klar, ist alt, aber da packt der Osterhase die immer hin. Ne? Also ich hab die Fenster geputzt. Ja, hast du Eier geputzt? Und ich achte jetzt auf den Osterhasen. Ja, genau. So wie vorne, ist alles sauber. Ja, stimmt. Also. Und das mit deinem Knie, ja. Müssen ist wir, aber schönes Wetter. Müssen wir uns nicht unterhalten, nein, ne?
Und liebe, liebe Kiwi, an dich auch nochmal ein ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön für diese Überraschung. Die ist dir wirklich gelungen. Und wahrscheinlich hier in Zusammenarbeit mit meinem lieben Mann. Ja, also da, was ihr hier hinter meinem Rücken macht, das ist ja nicht zu fassen. Aber ich habe mich da unfassbar drüber gefreut. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Aber jetzt wirklich, ne? Abschalten, meine Lieben. Ciao. Tschüss.